Accord, die drei Dark Emotion, Jaden Marks, die vier Baloo mit Sophie Cord, Dodo, die fünf Annalena Kulka, Bandits, die Startnummer 6 mit Mariella Fee Braun, dann das nächste Band mit Dipsy und Joanne Marks, die Programmnummer 7. Cornelius mit Lara Braun, die 8 bei ihrem Heimspiel hier auf ihrer Heimatbahn. Und dann Vajana mit Ben Schlüter, die 9 und Lilly, die 10 mit Amy Fink, die beiden Führenden im Gesamtklassement. Also im letzten Band direkt nebeneinander aufgestellt, müssen hier die Kleinigkeit von 100 Meter geben gegenüber Sherry. Das ist nicht wenig, aber die können das und werden das sicherlich auch heute hier unter Beweis stellen wollen. Lilly und Vajana. Dann könnte man meinen, die ist fast doppelt so groß und kräftig und schnell ist sie vor allen Dingen. Kommt hier schon mit deutlicher Führung auf die Zielgeraden. Lilly mit der momentan führenden Amy Fink aus Berlin, extra angereist, um hier wertvolle Punkte zu sammeln im Championat, um die Führung auszubauen. Das scheint jetzt auch zu gelingen, weil Jana versuchte auch noch einmal nachzusetzen, aber für den Sieg wird das hier vermutlich nicht reichen, denn Lilly lässt hier keine Schwäche erkennen und marschiert auf und davon. Lilly deutlich voraus, dahinter ist Baloo hier gut vertreten, zweites, drittes Pferd im Moment. Außen auch zur Stelle jetzt Cornelius, der Lokal Matador, Vajana meldet sich ebenfalls, aber vorne Lilly, die ist schon im Ziel und zwar überlegen, völlig überlegene Ware hier, Lilly mit Amy Fink im Ziel, dahinter Vajana mit Ben Schlüter auf dem zweiten Platz, knapp vor Cornelius und so wird es auch über die Linie gehen, also Lilly gewinnt, Vajana zweite, dann Cornelius auf dem dritten Platz, vierter Rang für Baloo und für Sophie Cord, heute ihre fünfte Fahrt war das und die hat sie super über die Bühne bringen können. Dipsy dann auf Rang 5, dann Bandit und dann geht es noch weiter mit den übrigen Kandidaten. Sechster Platz hier, hart umkämpft, Dodo mit Annalena Kulka, knapp im Vorteil gegenüber Macho und Noah Cord. Dahinter dann Dark Emotion und Sherry, der kleinste im Feld, jetzt auch im Ziel. Wie alt bist du denn? 7. Du bist ja die jüngste Teilnehmerin hier und wie lange fährst du schon bei den Mini-Ponys? Seit Juni, sagt die Mama gerade, ne? Und macht riesig Spaß? Ja. Ja, und wird immer besser, ne, mit dir. Hast du gerade gut gemacht, dein Pferd ist auf dem Ziel gerade ein bisschen galoppiert, aber du hast ja toll wieder auspariert, oder? Ja. Vielen Dank, Mariella. Also mach weiter, und du immer dein Bestes, oder? Ja. Ist ja sehr unkompliziert, sehr einfach zu fahren. Ja, eigentlich schon. Gibt es da jetzt bei den Mini-Ponys so bestimmte Sachen, wo man ein bisschen drauf achten muss oder was nicht ganz so einfach ist? Weiß ich gerade nicht. Bei Cornelius gibt es keine schwierigen Sachen. Also der macht das immer super, also der Tiger-Schecke hier und Cornelius ist ein zuverlässiges Pferd. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz, Lara. Und vielleicht geht es irgendwann schon mal ein bisschen weiter nach vorne. Warum warst du heute so weit weg? Lilly ist ein extrem starkes Pferd, deswegen. Okay, die ist einfach schneller, oder? Wie kann man das sagen? Ja, im Prinzip schon. Wir haben jetzt noch zwei Läufe und da wirst du natürlich auch bestimmt wieder am Ablauf kommen, oder? Genau. Wie denkst du, kannst du die Amy noch vom ersten Platz in der Gesamtwertung verdrängen oder wird es wahrscheinlich der zweite werden? Es wird wahrscheinlich der zweite. Okay. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch auch uns weiter, das ist riesig. Vielen Dank an Papa Erik Schlüter und an Vajana. Ja. Amy, letztes Mal warst du noch ein bisschen unzufrieden vor zwei Wochen in Gelsenkirchen, hast aber trotzdem mehr Rede und Antwort gestanden. Heute ist es super gelaufen, oder? Ja.
Hast du mal zurückgeguckt auf der Tiefe, hast du gesehen, wie viel Vorsprung du hattest? Auf jeden Fall viel. Kann man auch gut auf der Schautafel gucken, ne? Oder hast du mal drauf geschaut, wo du vorbeigefahren bist? Ja. Okay, jetzt noch zwei Läufe, du bist jetzt vorne und sollte da noch was anbrennen im Finale? Vielleicht. Brennt noch was an, aber ich glaube, der macht das gut, die Lili macht das so toll. Ist Lili dein bestes Pony? Ja. Und willst du auch Lili bei den beiden Abschlussläufen fahren oder entscheidest du dich dann für ein anderes Pony? Ich glaube, ich freue mich bei meinen Leuten. Okay, super. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch an. Gewesen, muss man sagen, das hatten wir im letzten Jahr auch schon. Die Parade wird angeführt von zwei Mini-Trabern, ausgestattet mit der deutschen und mit der französischen Flagge. Und dahinter dann die 11 Protagonisten dieses Rennens, Grand Prix der Gelsenkirchen, die vorletzte Etappe.